Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Valhalla zusammen mit Red. Hallo! Genau, heute machen wir weiter. Also wir suchen heute wieder Drachen. Das wäre so das Ziel, dass wir beide dann Full Drachenrüstung sind. Er hat noch gerade ein paar Probleme mit seiner Meerjungfrau. Alter! Ich komme echt nicht weg! Pan, die ist irgendwie im Berg drin, die saugt mich die ganze Zeit an den Berg ran. ich glaube, ich komme halt mal ganz kurz noch meinen ganzen Lachs hier irgendwie. Ich komme hier halt nicht weg, Mann. Ich schreibe kurz rein. Wieso schreibst du kurz rein? Ja. Sind die anderen schon wieder offline, die vorhin da waren? Nee. Okay. Keine Ahnung. Nicht Koala, sondern Waschbär. Waschbär. Irgendwie schreien. LOL. Weil nicht was ist das denn hier? Hier hat jemand einen Weg gebaut. Das ist Manu. Es ist wirklich Manus Base. Als ob. Die haben so einen Weg gebaut. So einen riesig langen Weg. Ja. Es ist halt echt Manu einfach. Aber in welche Richtung müssen wir? Das ist jetzt die Frage. Weiß nicht, das werden wir sehen. Das ist genau derselbe Weg. Wir laufen, glaube ich, in die falsche Richtung. Den Always Crafter und so gestern gegangen sind. Aber da würden wir ja. Ja, okay, wir laufen in die falsche Richtung. Lass mal die anderen. Das ist das Dorf von Manu und so. Ach so. Ich weiß, das ist das von denen. Da haben die so noch Villager, aber da können wir gucken, ne? In dem Dorf haben die das letzte Mal den. Das Zuckerrohr, das klauen wir. Wir brauchen Zuckerrohr. Ja, hier sind nicht. Stroh. Ein Alien. Hier sind Redstone-Blöcke. Oh nee. Nee, hier ist Netherrack. Ich glaube, hier haben die sich ausgelockt. Ich klaue deren Netherrack. Die sind nur wegen dem Netherrack in die Höhle gegangen, in den Nether. Hä, bauen wir den hier in eine Falle? Kannst du mal... Ist das hier? Hä, warte, dann bauen wir den in eine Falle oder so. So ein Loch einfach. Ich habe keine Schaufel, aber könntest du mal bitte eine Werkbank machen oder so? Fallen die hier runter? Warte, ist eine Kiste? Ich brauche eine Werkbank irgendwie für, wo ich einen Ofen machen kann. Ich bin nämlich am Verhungern und kann nicht mehr laufen. Hier ist ja eine Werkbank. Wo? Hier, da steht ja eine. Oh. Hast du noch einen Stein für mich? Ich habe so viel Stein verbraten. Nee, ich habe leider gar keinen Stein. Ich habe nur Erde, sonst habe ich das nicht. Jetzt habe ich auch mal Material. Jetzt habe ich mir welchen abgebaut hier einfach. Egal, juckt nicht. Hier ist ein Bett. Die Sache ist, wenn sie sich jetzt so einloggen. Ah, nee, warte mal, die waren doch gerade auf dem Server. Das heißt, sie sind ja safe nicht mehr hier. Stimmt. Ja, gut, vielleicht haben sie jetzt die anderen geholt. Und jetzt kommen die dann gleich drauf. Jo, was ist das denn für ein. Ah ne, das ist ein ganz normales Haus, glaube ich. Alter, ich dachte gerade ein bisschen anderer. Ich droppe hier ein bisschen Müll, Schwarzpulver. Was ist das denn für eine krasse Wohnung, Alter? Feder. Eine Feder. Oh, ich habe ein Steak, jetzt bin ich nicht mehr verhungern. Schön. Wollen wir noch zu Manu und so in die Base gehen? Weil die haben echt kranken Stuff, da könnten wir vielleicht das mitgehen lassen. Ist so, habe ich mir auch schon gedacht. Okay, lass uns den Weg in die andere Richtung. Glaube ich, so unbeliebt. Da oben ist doch ein Haus. Ja, klar, wir machen uns unbedingt. Nein, die sind aber an dem Weg. Da hinten ist noch ein Friedhof. Also. Ich geh kurz zum Friedhof gucken. Ja, ja. Mal sehen, ob die den Weg mach die haben. Kiste aber am besten nicht auf. Nö, ich baue sie einfach ab. Ja, ja, okay, hier sind. Warte mal. Hier sind. Ah, nee, warte mal, das könnten auch diese. Hast du jetzt einen Ofen gebaut? Oder platziert. Ja, ja, dort neben der Werkbank stand einer. Den habe ich ja wieder abgebaut. Oh, ich habe die Kiste aus denen aufgemacht, aber da ist noch alles drin gewesen. Lol. Der Geist hätte mich, ich sehe ihn aber nicht. Ach so, das ist immer nur dieses. Der Geist ist halt unsichtbar, ne? Digga, wie viel HP hat denn der, Alter? Ja, ich weiß, die sind übel cringe. Die sind übel cringe. Da waren Dias drin! Als ob. Ja, nice. Also, ist hast du. Oh, ich hab außerdem die Drachenknochen. Das ist wieder eine Widder-Rose hier. Oh. Jetzt hast du. Ach, Alter. Ach Gott. Kannst du mir hier mal ein bisschen Sachen aufsammeln? Hier liegen doch Drachenknochen, die müssen wir mitnehmen. Okay, die hast du jetzt. Lol, als ob die den nicht gesehen haben. Da war einfach ein Dia drin. Die war so. Das. Ja, ein Diamant. Nice. Aua. Haben die hier noch irgendwo Bücherregale drin gelassen? Ist das Haus hier gelootet? Ja, gucken wir mal kurz. Ich gehe mal den Weg lang. Hier ist ein Schmiedetisch. Ich nehme den Schmiedetisch mal mit, falls wir irgendwann einen Netherite bekommen. Ah, die, warte mal, das gibt's hier noch gar nicht. Ja, wieder hier gelassen. Lass mal den Weg lang laufen zu denen, wer ist. Mal gucken.
Digga, wenn wir die jetzt einfach so Drachenrüstung ab. Die haben auf jeden Fall. Es könnte sein, dass wir einen Drachen klauen können. Wo bist denn du? Ich bin da gerade den Weg lang gelaufen, zwischen diesen, so ein bisschen schluchtmäßig. Oh ja, ich höre auch einen Drachen. Ja. Es könnte deren Drachen sein. Jo, töten wir die einfach. Könnte sein, dass er uns halt angreift, ne? Die haben so einen kleinen gehabt. Einen ganz kleinen. Oh, hier ist ein riesiges Feld. Digga, die haben hier. Ja, ja, warte mal dort auf mich bitte erstmal. Okay. Wir können das einfach kaputt trampeln. Das riesige Feld haben die angebaut, ja. Hier ein Bär. Hallo. Ist das Feld geerntet? Ja, guck mal, das ist geerntet. Was ist das? Birkenlaub. Richtig asozial, machen alles kaputt. Aber wann haben die das denn geerntet? Das war in der Folge von Dingens noch nicht geerntet. Ja, hier ist die Brücke. Wie viel das die haben auch von allen. Das an deren Base gehen. Aber, ja, stimmt, der wurde, die haben auch nicht... Oh, hier ist die Kiste unter. Hier sind Sand, Tintenbeutel, Feuersteine. Ja, Bro, Feuersteine, die haben hier gar nichts. Und, na, das ist nicht die Ehrenkiste. Und ich nehme Sand noch mit. Hier ist die Base. Ich hab die Base. Hä? Digga, am Ende des Weges. Ach so. Du bist einfach ein so los, Vollidiot. Das war nur das Farmerhaus. So. Hier hinten ist der Eingang. Was bauen die denn da oben? Guck mal. Der Bogen an einfach. Ja. Ich platziere jetzt einen Ofen, um mich hochzustecken. Wo ist denn der Eingang? Hier vorne ist das Tor, glaube ich, ja. Oh Gott. Hier gerade weiter, du läufst. Da oben ist ein Drachen. Ja, hier ist ein Zaun. Wo bist du denn? Hier sind so viele Tiere. Oh mein Gott, da geht das so tief runter. Sind die Drachen freundlich oder feindlich? Sind das Eier von Hühnern hier oder was sind das? Ei. Oh mein Gott. Hey. Ja, aber der hat nicht mehr voll Leben. LOL, hier sind drei Rüstungsständer mit Riesen, also mit Drachenrüstungen drauf. Drei Stück. Das ist wie so ein Saal, was die gebaut haben. Komm mal her. Bin hier. Hier unten. Ich komm mal hier rein. Hey, nehmen wir die einfach. Lass mal kurz gucken, was das für eine Rüstung ist. Ja. Dragons. Das sind die roten Rüstungen. Hä, ich nehme mir hier einfach einen Helm und Schuhe, Hosen und dann packe ich die anderen hier wieder hin. Meine. Ich pack mir hier die roten Schuhe. Hast du? Wo hast du die? 2, 5. Okay, die sind gleich gut. Nur halt anders farbig. Ja, ja. Oder halt macht es ja nichts. Warte mal, ich überlege mir jetzt gerade, was hatte ich zu Hause? Ich hatte Schuhe und. Du hattest Brustplatte und Schuhe. Stimmt, okay, dann habe ich jetzt Hosen. Ach, guck mal, hier auf der rechten ist ein Bronze. Jo. Ja, ja, ich weiß, das habe ich hingemacht. Das habe ich hingemacht. Ach so. Red Dragon Scale. Ja, passt. Das ist halt super asozial. Egal, hä? Aber das ist ein Wikinger-Projekt, ja stimmt, das darf man ja. Ja, wie gesagt. Hallo, ich bin der Schmelzmeister. Wenn die uns überfallen, die fackeln uns halt einfach alles ab, ne? Ja, wir haben ja auch nichts. Ich hab da jetzt einfach so ein Eisenrüstungsding drauf gemacht. Die haben Bücherregale. Hey, ich nehme einfach eins mit. Das werden die nicht merken. Noch eins. Was ist das denn hier? So, das reicht. Weg. Dala, hallo, ich bin der Schatzmeister. LOL, hier haben sie die Schilder Nein, als ob... Oh mein Gott. Oh, was haben die denn hier in den Öfen? Holzkohle. Die haben Holzkohle hergestellt in den Öfen. Ein Stack Holzkohle ist hier drin. Oh nee, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, aber Kohle brauchen wir nicht. Den lassen wir da. Jedenfalls das hier nicht deren Base. Nicht? Hier ist das Netherpol. Ich habe deren Base, Kistenbase gefunden. 12 Millionen Eier. Noch mal mehr Eier. Noch mehr Eier. Wir haben, was ist das denn? Blindvogel, was ist das denn, Alter? Das ist eine Waffe. Schleimballen, nee, brauchen wir nicht. Schleimbälle. Okay, hier oben ist hier Stuff drin. Da ist gerade irgendwas aus der Kiste verschwunden. Eisenbeinschutz mit Haltbarkeit 3. Was kann man hier noch so? Anderen Seite, was ist das denn? Digga, wenn die jetzt online kommen, wir sind so. Ja, ja, nimm die mit. Silver Boots, Silver Sword. Ja, aber Silver ist scheiße. Silver können wir nicht gebrauchen. Fireworks. Blue Pixie Jar. Was auch immer das ist. Digga. Prismarinkristalle. Ey, gibt's hier Drachen, so Wither-Knochen? Haben die hier Wither-Knochen? Das wäre echt geil. Grad, aber die waren, weiß ich nicht, kann sein. Das wäre echt geil. Basis, was wir hier anstellen gerade. Kuchen? Falls haben die Kuchen. Die haben Sattel, ne? Ja, nimm dir den Sattel mit. Ich hab draußen schon einen.
Glasflaschen, ich klaue den Glasflaschen, da müssen wir nicht selber welche machen. Effizienz und Schutz 3 Buch, okay. Nimm mit. Äpfel nehme ich auch mit. Die klauen den alles, Alter. Naja, nicht alles, also hier gibt's noch viel mehr Sachen. Wir hätten ja einfach deren komplette Rüstungen mitnehmen können. Das stimmt schon, vor allem wir sind nur so halb asozial. Manus nehme ich den auch mit. Unheil... Achso, okay. 2 Glocken. Papier nehme ich auch mit. Was tun wir denn dafür hier rein? 3 Bruchsteine. Das Ding ist, werden die das merken? Ich glaube, die werden das nur merken wegen den Rüstungen, weil man das direkt sieht. Sonst ja, ich glaube auch. Wenn wir das nicht checken, dass wir hier waren. Gemälde. Manuskripte. Ich habe jetzt die ganzen Manuskripte auch geklaut. Rote Glasscheibe. Was ist denn ein Blender? Spinnenauge. Das andere ist halt Classical Stuff. Ach, warte mal, die versteckten Kisten von Neil, hier oben. Lol. Wow, Eier. Rotten Egg. Das sind nur Eier okay. Und verrottete. Stabile Secret Kisten. Hier sind das Netherportal, was aus ist. Aber die Sache ist, wir haben ja nicht nach Koordinaten geguckt, wir sind durch Zufall hier vorbeigekommen. So. Stimmt. Das heißt, im Grunde genommen, ist jetzt nicht so asozial. Ach komm, ich werfe jetzt hier so ein Stack Eier. Haben die Essen hier? Oh, wir können hier die ganzen Base-Eier rumschmeißen. Oh ja. Wie asozial das wäre. Ich gehe mal nach oben und schmeiß da ein bisschen Eier rum. Ich werfe die hier unten. Aber es leckt ein bisschen. Ich nehme jetzt. Hä? Achso. Ich nehme jetzt ein Stack Eier mit noch zu uns. Da haben wir Hühner. Leute, hier geht's runter in die Höhle von denen. Das könnte auch eine Falle sein, ne? Ich gehe hier nicht runter. Lass uns nach oben gehen und verschwinden. Ja, ja. Ist, glaube ich, das Beste. Wir könnten jetzt eigentlich auch zurückgehen. Die jetzt mich hier reinschützen, bist du tot, Alter. Ist so, Digga. Die werden uns so hoch. Wir haben halt so kranken Stuff, ne? Die würden uns aber wegcracken. Ja, klar. Ich habe kein Essen mehr, ne? Ich weiß, wie komme ich hier scheiße nochmal raus? Ja. Einfach hochbauen? Nee, ich hab ihn gefunden, den Weg. Hier ist das Nether-Portal. Ja, hier ging's hoch. Oh Gott, hier ist ein Drache! Der greift mich an! Nee, das ist deren Drache. Der macht nix. Ja, der greift mich an! Der hat mir Wilder und so gegeben. Und Schwäche und Übelkeit. Als ob. Ich geh zur anderen Seite weiter. Deswegen war das auch so laut dort. Okay, deren Drache greift mich also an. Deswegen leckt das hier auch so. Ich kann ja auch keine Blöcke abbauen. Das leckt übel. Hä, schon? Bei mir nicht? Was hab ich denn? Alter. Vielleicht ist doch Abbaulähmung. Ich hab Übelkeit für 0 Sekunden die ganze Zeit. Geil. Aber, hä? Ich kann hier keine Blöcke abbauen, die buggen sich zurück. Wegen dem Drachen. Bro, ich kann nicht essen. Ich komme hier nicht raus wegen diesem scheiß Drachen. War das dort an diesem Weg nach oben an dem Kleinen? Das kann nicht. Ach Gott, diese Dinger greifen mich an, diese Hühnerdinger. Ach, ich glaube, ich weiß warum. Renn einfach weg, diese kleinen Viecher. Ich weiß auch, glaube ich, warum. Weil ich dort in der Nähe von denen Hühner geworfen habe und es könnte sein, dass wenn so ein Hühner Schaden kriegt, dass die Dinger mich angreifen oder so. Oh, da sind übel viele Fässer. Wow. Bro. Halt die von den Dingern fern. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ich kann auch nicht essen. Der Server leckt einfach übel rum. Hä, was ist denn bei dir los? Ich weiß es nicht. Also kannst du gerade mal einen Block abbauen? Ja, bei mir leckt es nicht. Ich, komme hier unten nicht raus. Ich auch nicht. Abbauen kann ich nichts. Ich baue halt jeden Bock irgendwie so 12-mal ab, Alter. Oh, da ist noch Kohle drin, geil. Ich schmeiß einfach kurz meinen Lachs rein, wenn ich auf dich warte. Naja, ich steck mich hier gerade mit Sand nach oben. Ey, ich weiß nicht, ob wir uns dadurch jetzt gut befreundet haben. Wir haben sie überfallen. Ich weiß nicht, ob wir uns mit denen so gut befreundet haben dadurch jetzt. Naja. Ich hoffe, ich komme nicht über diesen Feld raus von den Viechern, Alter. Bin ich halt so tot, ne? Siehst du mein Nametag? Nee, ich bin jetzt vor bei der Schafe. Farm. Bei der Farm, Alter. Digga, kannst du mal zurückkommen, wenn mich hier zum Ding angreift? Okay. Ich kann halt auch nicht essen, ich wege auch nicht. Ja, stimmt, ich kann auch nicht essen. Oh Gott. Ey, wenn du da stirbst. Scheiße, Mann. Oh, ich bin außerhalb der Base raus. Ich bin oben bei diesem großen. Hier ist übel viel Zuckerrohr. Und Kürbisse. Wieso bauen die Kürbisse, Melonen und Zuckerrohr an? Keine Ahnung, Alter. Die haben eine Kuhfarm.
Ja, dann komm jetzt wieder zurück zum... Ich klaue mir noch ein bisschen Zuckerrohr, ich ernte es nur. Ich mache nicht alles weg, sondern ich ernte es nur. Ja, ich habe 13 Bücher. Zu Hause haben wir auch noch Bücher. Ich habe Bücherregale. Alter, das Ding greift mich von da unten hier oben an. Ich hoffe, es fliegt nicht raus. Jetzt habe ich Übelkeit. Digga, lauf mal mit Übelkeit, das ist ja anders ätzend. Hier oben sitzt ein riesiger Drache bei denen auf der Base. Ja, aber das ist nett. Das ist ihr Drache. Ja, und? Dann töten wir den. Wo bist du? Ich bin hier vorne bei der Farm. Ja, ich bin vorhin oben noch auf einem Berg mit einem Drachen. Ich kann nicht mehr sprinten und kann hier auch nicht essen. Ja, dumm gelaufen. Boah, die haben hier einen Hund. Ich kann nicht essen. Ich regle dadurch auch nicht. Ich glaube, die Eier haben den Server überlastet. Die haben hier oben super viel ausgeleuchtet. Was ist das? Siehst du meine... Ja, ich bin hier, okay. Warte, jetzt muss ich nur noch gucken, wo der Weg zum Feld ist. Vielleicht, also entweder liegt das daran, dass er zu nah an deren Zeug ist und durch diese Tiere das super rumleckt. Ja, kann sein. Das sind da übel viele Sachen, ne? Ganz viele Sachen, die FPS auch klauen. Ja, wie gesagt, ja. Ich kann halt nicht sprinten, das ist mein Problem. Bro, das Essen geht auch so lange. Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt wieder auf den Heimweg, oder? Ja, klar, wir müssen uns von hier super distanzieren. Wir brauchen auf jeden Fall dann noch ein weiterer Wither-Knochen. Ich hab Ei zu Hause. Ja, das ist chillig. Das reicht dann eigentlich auch. Ja, ich kann wieder essen. Ja, hier geht's dann wieder. Und wir gehen einfach nach Hause. Ich würde sagen, wir haben die Koordinaten irgendwo. Ja, ich suche kurz die Koordinaten in unserem Chat. Hey, hier geht ein Weg nach rechts und nach links vom Feld. Ja, die sind gar nicht so weit weg. Auf dem Feld. Ja. Ich laufe jetzt mal zu denen da irgendwie. Eigentlich gar nicht so weit laufen. Nee, wenn die das sehen, die kriegen uns um, Alter. Ja, klar, Digga. Okay, doch, wir müssen doch ziemlich weit laufen. Die Koordinaten sind, glaube ich, unsere Base. Weil ich bin jetzt da, wo ich vorbeigekommen bin. Was sind denn meine Koordinaten? Dahin gegangen bin, wo wir zu dem Drachen gegangen sind. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Okay, Leute, ganz kurz zur Info. Hier ist es genau diese Koordinate, die ich da gefunden habe. Und hier ist einfach nix. Ich guck noch mal weiter, ob ich eine Leben andere Koordinate finde. Weniger als Hälfte Leben, Alter. Thank you.
wir haben uns ja ein bisschen zur Seite. Also wir sind quasi, die Koordinaten führen dich theoretisch in den Berg. Doch, ja, ja, doch. Ja, genau. Okay. Die führen dich zu dem Berg, ja, ja, wo wir waren. Ich bin jetzt hier. Ich bin weg. Back to the roots. Ich bin jetzt in einem Wald, wo ich auch hätte runtergekracht sein können, aber ich sehe nicht meine Items. Oh nein, ey. Wenn du das verlierst. Ja, meine Drachenrüstung ist dann immerhin noch da, aber... Ist der Wilderborn bei dir in der Kiste? Darf ich mir den auslegen? Ja, ja, die haben wir nicht. Nein, noch nicht. Den will ich zusammen craften mit dir. Die Sache ist halt so... Scheiße. Ich kann jetzt nicht mehr sprinten. Ich gehe kurz ins Nether und töte mir einfach kurz ein Wilder-Skelett. F3 und B. Wir sollten auch mal Tiere anbauen. Was ist das denn? Shiny Scales? Was ist das denn? Weißt du, was ich mache? Ich mache mir erstmal noch mehr Bücher. Ich meine, ich habe Zeit. Hä, Digga, bin ich lost? Das muss hier gewesen sein, wo ich runtergesprungen bin. So, Leute, ich bin in der Base zurück. Also, es hat jetzt circa eine Viertelstunde gedauert, bis ich hierher gelaufen bin nach Koordinaten. Man kennt mich. Und Manu hat das Spiel betreten. Nein. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ey, komm, wir gehen offline, Digga. Nein, das können wir nicht bringen. Ja, okay, ich nehme jetzt erstmal mein Zeug aus der versteckten Kiste, Leute, bis gleich. Bro, Manu kommt. Erstmal kurz Spawnpoint hier hingesetzt. Ey, wenn da irgendwas schreibt, wir waren es nicht, ne? Wir sagen einfach, es war Simon. Ja, ja. Bro, stell dir vor, wir sagen einfach, ich war es nicht. Ich mach mir einen. Ich hab Dragon Bones noch in der Kiste gehabt. Oh mein Gott. Wie gesagt, ja, dann kann ich mir. Darf ich das dann benutzen? Dann kann ich mir ein Schwert machen. Ich will. Du hast gar keins mehr für dich. Kurz. Du hast ja eh keinen Drachenblut mehr für dich. Ich weiß, aber ich will gar nichts craften, wenigstens. Bisschen. Hallo? Was? Ist der aus der Hölle gekommen? Ja. Kann ich's craften? Was? Kannst du die Flasche geben? Ja, warte, ich kann. Oh nee, warte, mach. Okay, du baust das, zwei Drachenknochen und mein Blut. Zwei Drachenknochen habe ich schon. Also, okay, hier mein Blut. Okay, Leute, dann kommt jetzt dieser epische Moment, wo. Das seht ihr halt jetzt bei Red. Wo er das Drachenschwert craftet. Für mich. Warte, ich muss erstmal. Dragon. Gönn ich die hier. Sword. Fire Dragon Sword. Da. Erstmal das Drachenschwert, das macht man so, okay. Okay. So, zack. Oh, wir haben ja übel viel Kohle. Zack, zack. Dragon Sword. Allein das Dragon Sword macht einfach 8 Angriffsschaden. Und das jetzt einmal mit dem kombiniert, ist das. So ein Dragon Bone Sword. 9,5 Angriffsschaden. Yo. Flaming Sword. Yo, das sieht übel crazy aus. Digga, wie groß es auch ist. Echt? Warte. Ja. Hält mich bitte nicht, ich bin fast tot. Alter. Bro, wie riesig das ist. Warte mal. Wieso ist hier ein Drachen? Nein, ist er dahin? Kommt er zu uns? Ich höre den Drachen nicht. Digga, wenn Manu jetzt mit dem Drachen zu uns kommt, dann sind wir so am Arsch. Wie will er denn zu uns kommen? Ja, der kann den fliegen. Mit dem Drachen. Ach so. Okay, kannst du mir das geben? Ja, und was ich mir jetzt machen will, muss ich mal gucken, ob das Video funktioniert. Bro. Auf jeden Fall nicht so. 9,5. Guck mal, Leute. Mein verzaubertes Eisenschwert macht 7 Angriffsschaden. Das mal dran macht 9,5. Und dann Drachen macht es noch ein bisschen mehr Schaden. Dann kannst du jetzt mein altes Eisenschwert eigentlich haben. Bei mir in der Chest hat es noch Rüstung oder so. Okay, dann halt nicht. 26 Angriffsschaden macht meins dann, was ich mir craften will. Was? 26? 26 Angriffsschaden. Ich mach Schärfe 5 auf mein Schwert. Er ist doch voll schlau. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe hier schon einen Amboss. Nee, warte mal. Erstmal kurz. Ich habe nämlich eine Idee. Ich weiß jetzt auch, warum das ist auch nur 5 Level her. Das geht eigentlich voll klar. Okay, aber, das passt. Digga, wir sind bei 3/4 Stunden. Oh Gott. Gut, wir haben auch. Können auch gucken, bisschen, was ich habe. Rausschneiden. Was? Was ist das denn für ein Schwert? Ein Emerald-Schwert. Wie viel Angriffsschaden macht das? Guck doch nach. Dann drop me. Digga, was?
26? Das war aber 12-mal mehr als das Drachenschwert. Hast du dafür nur 2 Emeralds gebraucht? Macht Verbrennung. Ja, ja. Bro, das Digga, ist das ist ein Todes-OP. Scheiß auf mein Dia-Schwert. Ja, gut, das ist halt schade. Aber. Ja, klar, aber. Ne. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Eisenzeug. Ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall noch 1-2 Folgen. Ja, okay. Dann, Leute, war's das mit dieser Folge? Ich mache hier einfach mal die Abmod. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei beiden Kanälen vorbei, je nachdem, wo ihr halt irgendwie, ja, keine Ahnung, guckt. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschö.